Und damit Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei ARK Survival Evolved und mit diesem herrlich dämlichen Blick grüße ich euch. Ja, und zwar unter anderem den Adertox, Servus. Hey ho. Die Dano. Hi. Nobili. Hi. Und irgendwo läuft auch noch ein Xarum, da hinten. Einmal. Wieder in Sicherheit gebracht, dass ich nicht haue beim Start der Folge. Ja, ja, das hat Spuren hinterlassen beim letzten Mal. Ja, unser Trampeltierchen hat geworfen und wir waren ein paar Sekunden zu spät dran. Wir waren ein paar Sekunden zu spät mit dem Aufnehmen, aber es ist halt, ne, es fällt dann da hinten raus und es sieht ja trotzdem niedlich aus. Alter, der Blick. Mein neuer Liebling. Wie nennen wir ihn? Dummerchen? Dummerchen, ja. Oder einfach nur, hä? Was ist los? Ich störe mich nicht. Ja, die. Allein, der ist bei dir auf Follow, ne? Noch unfollow pfeifen, dann passt's. Herrlich. Ja, unsere von der vorherigen Folge, unsere Zuchterfolge, die stehen hier oben mittlerweile am Trog, größtenteils, bis auf den Quetzi, der braucht noch ein bisschen. Aber hier haben wir den. Pteranodon und den Dimorphodon. Genau, und den Quetzi und den Dimorphodon, die... Also Koya, du musst irgendwann nochmal 10 Minuten lang Pteranodon sagen. Pteranodon. Ne? So, jedenfalls, die futtern aus dem Trog und der ist auch halbwegs gut gefüllt. Wir haben uns... Ja, Alai, er folgt dir immer noch. Einfach U. Immer schön U pfeifen. So, und dann können wir den da vielleicht hinten noch ein bisschen rauslocken. Ah, hast OBD, der steht hat auch schon noch. 89 hat er als Level. Was kriegt er da drauf? Moment. 530 Kilo. Naja, 6000 Leben hat er schon von Standard. Das ist viel. Das ist nicht ganz schlecht. Naja, gut, also. Ja. Wie gehen wir es an? Wir wollten jetzt. Wir die haben Folge... jetzt einen neuen Versuch von dem Ei, das du vorhin gefressen hast. Ist das auch soweit? Ja. Oh. Ich es doch... hat der nächste im Inventar, damit das fressen kann. Ja, dann. Genau. Hau raus. Bin ja so aufgeregt. Baby. Nein. Du hast jetzt ein Fleisch gegessen, oder? Gib's zu. Gut. Da wollte ich nur ärgern. Oh Mann. Hier muss man kerngesund sein. Hier muss man so kerngesund sein. So, bin Nein, mal gespannt. Dann würdest du nicht bei uns in Tribe kommen. Nee, wahrscheinlich nicht. So, wir warten. Das ist ja kein Mutanten-Tribe, das ist eigentlich ein Tribe von Bekloppten. Ja, das stimmt. Wir warten auf Strike. Kind. Ups. Oh. Oh, das ist ja süß mit den kleinen Hörnern. Das haben sie ja echt niedlich gemacht. Oh. Koya liegt schon im Trike. Was? Echt? Moment, ich versuch's. Schüttelt sich. Sehr schön. Oh, das ja, ist aber ja echt gerade geklemmt. Das ist ja echt süß. Ah, 5 Bären kannst du schon tragen. Ja. Das ist ja schön, da immerhin. Da bin ich ständig nur ein Bären nach links. Ich wollte gerade sagen, da kannst du ja eigentlich nur schmeißen die ganze Zeit, oder? Ja, also ich bin über den Bärenstack und drücke da einen T. Achso, das kann man natürlich auch machen mit T, ja. Ja, ist einfacher. Stimmt. Oh, aber das ist echt voll niedlich. Aber schau, jetzt kannst du schon 7 Bären tragen. Oh, du lernst aber schnell, hm? Ja, wenn du groß bist, kannst du auch mal 10 Bären, bestimmt. Warst du nicht schon groß? Dann ist ganz groß schon. Okay. Man muss ihn mit kleinen Schritten motivieren, Damu. Er hat schon 10. Gleich. Ja, dann... Weiß nicht. Sag ihm, er kriegt 36 Kilo, dann hat er die 10%. Aber mit seinem offenen Mund guckt er auch so leicht dämlich von der Seite, so ein bisschen so... Also von oben guckt er eher mürrisch. Ja, ja, das tun die Trikes ja sowieso. Die sind alle so ein bisschen mies gelaunt. Aber von der Seite, so mit diesem halb offenen Mund so die ganze Zeit so... Was will die da von mir? Ich schon mir? Bei 14 Bären. Ja, siehst du, der lernt aber echt schnell. Hab ich jetzt gepfiffen? Nee, wobei, das war hoffentlich nein, einer von ich euch. War das, weil er bei mir Follow war. Oh, aber der ist echt niedlich. Ja. Hat sich gelohnt, nochmal so ein Ei nachzuziehen.
Was haben wir vorher gepaart, bitte? Die Eierdinger da, die Eier. Ja, bei Level 9? Ja. Wie haben wir das zusammengekriegt? Weiß ich nicht, die standen nebeneinander, da dachte ich mir, komm, hau rein. Mhm. Ich habe keins geguckt aufs Ei, was das hatte. Ja, da geht's jetzt wenigstens schnell, oder? Naja, hat schon 2 Kilo. Von 300. Ja, 365. Wächst der Balken nicht. Ja. Für einen Level 9er hätte ich jetzt gedacht, der rauscht da förmlich durch, aber. Naja. Ja. Wie war unser Plan? Ich hab den jetzt völlig vergessen. Wer mag den kleinen Trike übernehmen? Ja, mach ich. Neue KI-Tiere? Ach ja, die neue KI wollten wir mal austesten. Das ist das eine. Ja. Können wir machen. Und zum anderen wollten wir die Spinos ein bisschen trainieren, ne? Spazieren führen, genau. Yay, ich kann mich doch an alles erinnern. So schlimm ist es doch noch nicht. Ja, dann machen wir das. Her, Jungs. Machen wir das, während wir hier nochmal einen kurzen Blick unten ins Paraceratherium. Tiere haben dir gute Obhut gegeben. Ja, Obi und Xar. Oh, allei. Was denn mit der? Kann man auch einzeln schießen. Ja, ja. Wir haben im Offscreen, muss man dazu sagen, ein wenig Zielübungen gemacht. Kann man das so nennen? Ja, oder? Ja. Also. Auf schnell bewegende Ziele. Auf sich schnell bewegende und fluchende Ziele. Ja. Das. Fluch, das da kann ich nur tun. Ja, also ich glaube, jeder von uns hat ein paar Mal gelegen. Ja. Das sind die drei Auserwählten für unsere ja. Tour. Frosty. Ja. Das ist aber ja, keine Schleichwerbung. Ja. Es gibt auch. Ja, ist nicht meine Namensbenennung. Ich muss den noch umbenennen. Gut. Wer welchen nimmt, ist wurscht oder hat da irgendwie, gibt's da Zugehörigkeiten? Ich wollte also, gerne auf Frosty. Ja, mir dann. Ist egal, du kannst den Bruchpilot nehmen oder die Black Rose. Ich glaube, Obi hat nichts dagegen. Oder? Die Black Rose hat gerade ein Ei gelegt. Ich nehm's mal mit. Gut, dann. Oh, der braucht noch ein bisschen Damage, die Black Rose. Die war ja auch noch nicht vor der Tür. Gut, dafür hat's aber 5 oder 6 Level gehabt. Schön. Ja, dann würde ich sagen, wir springen mal auf und dann versuchen wir mal irgendwas zu zähmen, was... Also es ist ja so, dass durch dieses neue Update ein bisschen die Wegfindung optimiert wurde. Und das heißt, normalerweise sollten sich jetzt Dinos nicht mehr so verbacken lassen. Das heißt, dass man sie irgendwie an Felsen festbackt und dann weiter beballert oder aus der Luft. Das werden wir vielleicht nachher auch nochmal anders testen, dass sie dann fliehen. Oder halt einen Weg suchen und dann auch meistens erfolgreich finden. Oh, hier ruckelt es gerade saumäßig, wenn man rausläuft. Wo wollen wir mal? Wo gibt's denn schöne Klippen, wo man Viecher festbacken kann? Ihr kennt euch hier. Ich würde sagen, da an den Steinen am besten. Da braucht man erstmal was, was ich... Achso, wir könnten den Ankylo nehmen. Geht ja dann noch weiter. Na gut, dann Ankylo. Der Ankylo haut am Ende... Am Ende haut der Ankylo den Stein kaputt, wo du drauf bist. Das wär überhaupt das Intelligenteste. Na, dann stellen wir die Spinos ab und probieren es. Wollen wir? Ja, klar. Also der Ankylo, ich kann mich noch erinnern, als ich mal ein Ankylo... Pfeifst du passiv? Ich pfeife passiv. Warte mal, was war denn passiv das da? So, müsste jetzt eigentlich. Wer von uns schießt? Ja, ich kann schießen, ist okay. Soll einer zum Backup sicherheitshalber auf dem Spino draufbleiben? Doch, Quatsch. Nein. Wo ist er denn, der Ankylo? Ich sehe ihn nur leider nicht. Richtung Tor. Also. Habe ich ihn getroffen? Nee, ne? Von der Entfernung. Ja. Kann man eigentlich mittlerweile einen Scope draufziehen? Nicht, wenn Betäubungspfeile drin sind. Immer noch nicht, dann muss ich da vorne mal hin. Also so weit schießen die Betäubungspfeile scheinbar nicht. Dann nehme ich hier vorne mal die Steinchen. Ich hoffe, das geht. Runde. Mach mal hier drauf. Oh, es wird eng. Hey, auf den geht's nicht. Hier. Ah, verdammt. Der schießt einmal, dass er zu dir hinrennt überhaupt. Der ist nah genug. Wenn ich da oben drauf kommen sollte, ist der nah genug. Ich schaff's nur noch nicht. Ah, verdammt. So, knapp. Wie wär's denn mit hier zwischen den Steinen? Andere Seite quasi. Geht's da hoch? Ja, hier kommt man hoch, wo ich gerade war. Wahrscheinlich ist er jetzt mittlerweile zwischen den Steinen. Hier, meinst du? Hier, ja. Ah, ja, gut. Ihr habt nichts gesehen.
So, ja, also hier sollte er dann wirklich nur sehr schwer hochfinden, weil zwischen die Steine muss er erstmal kommen. So, die Akku habe ich. Was sind das für ein Level? Nicht, dass der gleich umkippt, wenn ich da zweimal drauf schieße. Ich lasse ihn jetzt erstmal. Mal gucken, was passiert. Am Ende haut er mir echt den Stein unter den Füßen weg. Level 20. Level 20, dann höre ich mal auf zu ballern. Ich habe ihn schon 2 reingejagt. Na schauen, wenn er mir jetzt den Stein weghaut, lache ich mich, glaub, tot. Na du? Na? So, jetzt gucken wir mal, was passiert. Entweder haut er jetzt ab. Er rennt erstmal um den... Er sucht nach einem Weg, aber... Oh, findet den Weg! Das ist er, Alter! Cool! Er findet Tatsache den Weg. Alter, das ist echt gut. Warte mal, nicht drauf schießen, Alay. Nicht drauf. Ich mach nichts. Nix machen. Mal schauen, was macht er jetzt? Hat er aufgehört oder hat er noch Akku? Jetzt hat er die Akku verloren. Dann hau ich nochmal an. Wenn du ausschalten sagst, dann... So, dann versuche ich ihn mal wieder zu verbacken. Nö, ach Quatsch, der tut ja nicht so... Obwohl, doch. Aber gar nicht so schlecht, der hat mir ein ganz deswegen gutes... Deswegen haben wir die Rüstung vorher repariert. Der hat mir ein ganz gutes Stück abgezogen. Dann muss man mal schauen, ich versuche ihn hier mal durch zu jagen. Da läuft der eiskalt drüber über die. Deswegen habe ich sicherheitshalber einen Finger auf Taste 3, also sprich auf meinem MG. Wo ist er? Hat er wieder Akku verloren? Ne, hat sie noch. Nee, er folgt. Nee, er rennt noch immer nach. Okay, mal schauen, ob ich nochmal einen Stein finde, wo ich hochkomme. Mal ein kurzes Beinchen. Ja, oder zur Not stell dich hinter einen Stein. Normalerweise sind sie dann auch hängen geblieben. Jetzt? Achso, nee, er hat immer noch... Nein, er hat Akku... Nee, er hat noch Akku, oder? Noch immer. Ja... Nee, jetzt nein, nicht mehr. Jetzt hat er es verloren. Wahrscheinlich kippt er dann doch gleich jetzt um. Jetzt hat er es wieder. Ja, ich habe ihn gerade nur angeballert. Ich habe leider keinen Stein, auf den ich draufklettern kann, aber ich versuche halt hier irgendwie... Stell dich doch einfach hinter den großen Brocken. Normalerweise rennt er dann gegen den Brocken. Ja? Okay. Was macht er jetzt? Ich sehe es dann leider nicht. Er weicht aus und... Er weicht aus. Hat er aber Akku verloren. Wo er rumgehen kann. Akku verloren dann wieder. Nee, er sucht einen Weg. Nee, er hat Akku verloren. Ich habe ihn jetzt wieder anschießen müssen. Du musst ihm auch ein paar Sekunden Zeit geben, damit er einen Weg suchen kann. Ja, ja. Er wird automatisch langsamer, sobald ich... Wie gesagt, ich habe es ja lokal schon ausprobiert mit einem Trike. Mal schauen, ob er mich jetzt hier findet. Ich warte. Er rennt. Dem ist die Musik wieder weg? Ne, er ist noch am Spurten. Aber mir ist die Musik weg. Er sucht noch und jetzt kommt um die Ecke. Ja, er hat immer noch... Also es ist schon ein bisschen zäh, wenn man das mal so sagen kann. Ja, jetzt hat er mich wieder. Naja gut, er braucht ja ein bisschen, das ist schon klar. Es ist ein bisschen zäh, also er versucht schon irgendwie... Allein? Du weißt nicht. Hast du da Probleme? Allein brauchst du Hilfe, weil dann machen wir das. No. Jetzt ist er weg. Ein Raptor 112, nicht übel. Ja, also der hat wieder Akku verloren bei mir jetzt. Der macht nichts mehr. Also das war aber schon mal interessant, fand ich jetzt. Also das ist durchaus... Wollen wir mal gucken, was passiert? Jetzt könnte ich Hilfe gebrauchen. Wo bist du? Ja. Ich laufe jetzt gerade an euch vorbei. Na komm schon her. Oder so. So, dieser. So. Wo ist meine Maus hin? Da. Wir könnten das jetzt mal probieren mit dem Vogel. Was dann passiert? Normalerweise sollte dann eigentlich eine Flucht einsetzen. Soll ich mal einen Dings holen? Einen Tweety ja. Oder was ihr da habt? Ja, oder nimmst du den neuen Pappflieger von mir? Nee, der hat nicht genug Gewicht, um einen zu tragen. Nee, es geht ja drum, ihn zum Tragen. Ja. Also. Dann hole ich mal eben einen und greife einen von euch. Und dann schauen wir mal. Normalerweise müsste dann jetzt, wie gesagt, die Flucht eigentlich einsetzen, wenn er feststellt, kriege ich nicht. So, einmal zum Lagerhaus. Der arme und kühle, unser Daueropfer. Ihr habt so ein bisschen das Auge auf die Spinos, weil die auf Passiv stehen. Ja. Ich stehe bei denen. Wir stehen ja dabei. Hm? Das Geruckel bei euch in der Basis ist aber auch nicht mehr feierlich, ey. Wie komme ich eigentlich da hoch? Ja, kommt doch eh bald neuer Server. Ja. Innen gibt's den Weg hoch. Ja. Oh Gott, hier liegt noch ein Spino-Ei. Bald kann ich mich nicht mehr bewegen vor lauter Spino-Eiern.
Dann lass sie doch einfach fallen, die braucht doch eh keiner mehr. Auch keiner? Nein. Ja. Immer die. Wie viel Gewicht haben wir da? Oh. Moment. Das wird eng. Ihr solltet eure Vögel auch mal ausleeren, bevor ihr landet. Warum? Weil dann könnte ich jetzt mit denen fliegen, ohne überladen zu sein. Wen wolltest du nehmen? Bitte? Wen wolltest du gerade nehmen? Niemanden wollte ich nehmen, nur es ist hier... ich bin selbst halt schon relativ voll. Und wenn ich jetzt noch einen Ally schnapp oder wen auch immer... Welchen dann, Vogel wolltest du nehmen? Fly, oder wer war denn das hier gerade? Nee, Nightwing habe ich jetzt. Das geht schon mal fast gar nicht. Die hat nur 400 Kilo. Nightwing ist auch auf Speed gemacht. Nimm Fly. Da doch einen Dickschädel. Ist auch wenig. Dickschädel, ist der ausgebaut? Ach ja, ist ja großer Dickschädel. Ja, den habe ich gar nicht gesehen. Den habe ich gar nicht gesehen. Ja toll, der ist aber auch schon... Nach. Ihr, weißt du, wenn ihr einmal eure Viecher ausleeren würdet, das ist und das hat alles drin, Mann. Von Bären ja, über Steine. Zähmausrüstung. Ja, Steine. Mhm. Steine kannst du raushauen. Ja. Wieso ist doch Zähmausrüstung reinlegen, kann sich der Gegner nicht bewegen. So. Mal schauen, wenn ich jetzt zuerst greife. Ist das ein Gruckel? Baum. So, bitte. Ja. Oh. Das war Strategiewechsel, wir suchen einen neuen. Nee, nehmen wir doch da hinten das, den Mega. Nee, das, die hauen ja eh ab. Stimmt. Also für den armen Ankylo war es zu viel. Ist der einfach zusammengebrochen. Das siehst du, ich treffe halt besser. Broch. Oh, und Pachi? Pachi, ich weiß gar nicht, hauen die ab oder greifen die an? Nein, die greifen an. Da vorne ist noch ein Ankylo, guck mal, den nehmen wir. Okay. So, bitteschön. Ja, hör auf zuerst mit den Flügelschlangen, ich mag nicht dich angreifen. Bin mal gespannt. Musik habe ich. Er wird jetzt erstmal angreifen und dann wird er ja merken, geht nicht, weil ist nicht und mal gucken, was jetzt passiert. Jetzt hat er die Akku weg. Akro weg direkt. Aber vier Kompis drunter, also lass mich jetzt bloß nicht fallen. Oh, soll ich? Fünf Kompis. Es hängt davon ab, cool, ja. Ja, haut der jetzt ab oder was? Nee, der hat einfach nur die Akro verloren. Der hat die Akro verloren. Ja, aber dann wenden jetzt wieder an. Also aus der Luft ist dann immer noch sehr effektiv, weil du kannst ihn ja jederzeit wieder anballern. Jetzt habe ich wieder Akro. Ja. Ich höre leider keine Musik. Jetzt wieder warten. Gut, gar nichts. Sechs Kompis mittlerweile. Koja. Dann hat er jetzt gehauen, oder? Kann das sein? Ja. Inklusive den sechs Kompis. Ja, ja. Ich wollte nur jetzt gucken. Greift er die sechs also in dem, Kompis Moment, an. Wo du, in dem Moment, wo du runter bist, hat er dich dann doch gehauen, obwohl die Akku eigentlich weg gewesen wäre, ne? Das heißt also, er vergisst nicht. Naja, ich weiß nicht, ob jetzt nicht die Kompis schuld sind, weil die ihn auch angegriffen haben. Dann müsstest du jetzt warten, bis die Kompis weg sind. Naja, das stimmt. Weil es, wie gesagt, sechs Kompis, die greifen ja auch sofort an. Und wie du siehst, er greift auch an. Ja. Wo bringst du mich gerade hin? Ich wollte das Kombi da mal weglocken, dass er nicht ganz so viel an der Backe hat. Okay. Ich diene als Kombi-Ablenkung. Ich weiß nicht, ob ich darüber gerade... erfreut bin, so der eine Kompi schläft. Das ist doch schon mal nur Anfang. So, und ich hoffe doch, der Ankylo wird jetzt mal fertig mit den anderen Kompis. Das... Ach, Mann. Hier. Mach mal was. So. Danu, du solltest jetzt abhauen. Ich hol dich. Da oben. So, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt hat er ja die Akro augenscheinlich, was es jetzt macht. Ja, sich beruhigen. Jetzt gehe ich runter. Achtung, mal nicht ballern. Hat er dann die Akro wieder? Ja. Ja, er dreht um. Er dreht dann sofort um. Das heißt also, die Akro
Er erinnert sich, weg. Er erinnert sich an uns, aber er flieht auch nicht wirklich. Also da haben sie so ein bisschen was geändert. Es ist immer noch, denke ich... Und er rennt wahrscheinlich auch nicht mehr sinnlos hinterher, weil er die Agro hat. Nee, weil absolut nicht. Absolut nicht. Er verliert... Moment, ich erledige nur kurz wieder den Kombi. Ja. Er verliert die Agro nicht wirklich. Er wird irgendwie so... Er wird halt normal. Möchte man meinen. Ich glaube, das war's schon, der Kombi, gell? Ja. Nee, da ist noch einer. Guck mal, aber jetzt kommt er wieder. Oh. Wie nachtragend der doch ist. Wow, krass. Du gehst nicht so leicht. Das ist krass. Echt cool. Na gut, dann ich gehen wir mal... Ich hab da jetzt einen Fan. Ja. Dann gehen wir mal zurück zu den Spinos. Ja, du weißt nicht, wer dann gleich wieder kommt. Doch egal. Soll er. Jetzt können wir ja wieder auf normal pfeifen. Ich flieg dann mal kurz zurück und bin gleich wieder... Yep. Und wie geht's dem an Kylo, Alay? Schläft? Keine Ahnung. Hast du nicht gezähmt? Nö. Wie geht's dem Tribe? Obi? Sa? Dem geht's super. Ach ja. Der Trike Level 9. Das wird unser. Das wird der Hit. Das wird auf unser jeden Fall. Level Killer. Ja. Mit dem werden wir. Legt er. Oder was er sagt, legt sie. Ah ja. Mit dem werden wir Giganotos jagen gehen. Mhm. Und Alpha T-Rex. Und überhaupt. So. Bin auf dem Weg. Dann können wir gleich noch ein bisschen die Spinos ausführen. Ein bisschen Fleisch besorgen. Werden wir vielleicht auch noch brauchen. Oh, das ist jetzt hier im Käfig. Da will ich nicht hin. Naja, du kannst auch reingehen. Dann machen wir lustiges Koja-Zimmern. Nein. Erfolgreicher als vorher. Weil da gehen alle auf dich. Ich hab da irgendwie... Nee, das fällt mir jetzt nicht so. Muss ich jetzt sagen. Endlich mal wieder ein Spino. Kann ich mehr. Ja, deinen Spino holen wir dir auch noch, weil du hättest ja auch gerne noch einen. Muss ich sagen, ja. Dazu muss man sagen, diese ganze Spino-Meute ist in einer, wie soll man sagen, in einem Ausbrütmarathon entstanden, wenn ich das so richtig verstanden habe. Ihr habt irgendwie sehr viel Gefallen an denen gefunden. Ich wollte doch die Eier anbrüten. Daran erinnerst du dich doch noch, die wir ja, da ja. gemacht haben. Ja, und dabei haben. Ist ja Herr Unfall dabei rausgekommen. Dabei kam so ein gewisser Unfall raus und ein zweiter Spino. Den zweiten Spino habe ich den Amazonen geschenkt. Unser Versuchsobjekt lassen wir mal leben. Ah, den haben die Amazonen bekommen, den zweiten, genau. Ja, der Young hat den gekriegt. Und dann hatte Obi Lee auch nochmal Zwillinge, oder wie? Naja, und dann haben wir festgestellt, jetzt haben wir endlich ein Männchen, jetzt können wir selber züchten. Nein, ich hatte davor noch einen, der wurde mir gefressen und dann kamen die Zwillinge. Genau, okay. Ich hatte vorher im Bruchspiloten auch einen anderen. Was heißt, wurde dir gefressen? Den kennst du ja. Er hatte sehr viel Pech. Also Spinos, Halbwertszeit, 2-3 Tage, oder? Ist bei uns nicht sehr hoch, ja, denk an meinen alten... Ja, der alte, dein der vom Terranodon gelevelt. Ja. Mein Spino tot. War sehr erfolgreich gelevelt. Also, hat viele Level gegeben. Ja, und seitdem habe ich einen neuen gebraucht. Ja. Ja, also ich bin mal gespannt, wie lange die jetzt, ob die es ob bis zum Server... Deswegen bereue ich es auch so ganz klein, dass ich den jetzt schon wieder mit dir ausführe. Du, wenn wir nicht gleich einen Alpha-Rex finden, dann sollte das eigentlich gut gehen. Das war ja Obis Problem. Erst trifft er auf einen Giganoto, will zurück zur Basis und dann trifft er auf einen Alpha. Scheiß Tag. Ja, aber gleich ein Alpha-Rex. Scheiß Tag. Okay, ja, das ist dann wirklich nervig. Vor allem, die brauchen ja auch so ein paar Minütchen, bis sie ausgewachsen sind. Ja, circa 15 Stunden bei den derzeitigen Einstellungen. Genau. Da haben wir ja ein bisschen optimiert, damit wir mal noch so einiges zeigen ich irgendwas. Damit wir mal so einiges zeigen können, haben wir ein bisschen natürlich an den Zeiten rumgespielt. Und ja, ich glaube Faktor 5 oder 6 habe ich sogar eingebaut. Das heißt also normalerweise, ja, gehen wir mal von Faktor 6 aus. Dauert auf jeden Fall die fünffache Zeit, ja. Ja, mindestens die fünffache Zeit.
glaube Faktor 6 war es sogar, ich weiß es auch nicht mehr. Es ist dann schon echt richtig lang. Und gerade bei so ein bisschen kleineren Tieren lohnt es dann eigentlich nicht. Also wenn man jetzt die Morphodon nimmt, wir haben ja gesehen, den wir in der letzten Folge gezähmt haben, der stand zwar jetzt schon am Trog, ist also ein bisschen gewachsen, aber noch lange nicht fertig gewesen. Was wird er so gehabt haben? Oder wie weit ist er jetzt? Könnt ihr gerade mal gucken? Halben. Halb ungefähr. Wie lang ist das? Zwei Stunden. Naja, wie lang hat er jetzt? 1,5 Stunden? So ungefähr, mindestens, oder? Ja, so etwa. Kommt hin. Das heißt, der braucht gut 3 Stunden, sagen wir mal. Für den Dimorphodon hat man dann auch schnell selbst gezähmt. Aber das Rückensegel schaut gut aus bei deinem da drüben, Koja. Findest du das? So mit dem Grün? Ja, das Grün schaut doch was. Ja. Also er ist nicht hässlich, das auf keinen Fall, aber... Na und bei Alle leuchtet das Rückenschild richtig weiß abends. Ja, Alle sieht eigentlich ziemlich cool aus, muss ich sagen, mit dem weißen Rahmen. Ist nice und deiner hat halt so rot als Grundfarbe. Meiner dann... ist so wie die Fina von Xar. Ja, also so mit, weißt du, so komplett rot finde ich eigentlich auch ganz cool. Mhm. Könnte ein bisschen leuchtender sein noch, aber... Na, dann können wir ja Fina mit Frosty paaren. Ist ja auch überhaupt keine Inzucht. Ja, oder Fina mit... Achso, Spinocchio ist ja nicht mehr. Ah, aber eben, das wäre... aber wir haben ja noch ein Spinocchio-Ei. Ja, zwei sogar. Ja, das heißt, du hast zwei Chancen, dass was Schönes rauskommt. Genau. Da hoffe ich ja noch drauf. Die Frage war ja eh, ob du am letzten Tag, ob wir diesen Upload freigeben, oder die letzten zwei Tage, dass sich jeder zumindest seine Dinos runterladen könnte. Für so andere Sachen, weil auf den neuen Server... Ja, lokal kann man es ja dann hochladen. Ja, lokal, genau. Das könnte man machen, dass er sich jeder... Freischalten zum Hochladen tun wir es dann nicht, natürlich. Eben, auf den neuen Server hochladen, das wäre man nicht. Ich finde das immer dann so ein bisschen witzlos. Aber ja... Und na klar, dass sich jeder seine Lieblinge noch ziehen kann, finde ich eigentlich gut. Mhm. Na, oh, der hält aber aus. Was habe ich denn hier jetzt für ein... 68 und hat so viel ausgehalten. Naja gut, okay. Ich habe 490% Damage. Da geht noch was. Ja, leveln, dann bist du bald höher. Ja, das ist, Sag ich mit 490 Milliliter-Match. Was hat er jetzt? 910 Punkte, 910 Erfahrungspunkte braucht er. Also da ist noch sehr schnelle Level möglich, ja. Nur, es müsste dafür mal was Gescheites hier um die Ecke kommen. Ja, ungünstige Gegend. Ja, wir rennen eh gerade Richtung Sumpf, also von ja, wir rennen Richtung PvP-Basis gerade. Aber... Jetzt kriegt Obi wahrscheinlich Angst. Wieso? Naja, vor den ganzen Dinos, die da rumhängen und ob er seinen Spino wieder sieht. Ach, keine Angst, Obi, ich bin damit unterwegs. Eben. Panik. Panik. Aber wenn es so Panik anhört bei dir, bin ich beruhigt. Ich hab das Skorpion gefunden. Wir sind in einem verrückten Flugzeug. Don't panic. Yes, panic. Wer steckt denn da in mir drin? Ich wieder mal. Und wer steckt da in mir? Könntest du doch mal gehen? Ich wollte noch den Skorpion fressen. Er hat immerhin Punkte gebracht. Ein paar. Und ich habe durch die Bäume nichts gesehen. Da irgendwo kommt der Alaytok. Da ist er. Der ist vor uns. Ja, ich hab ihn eingefangen. Ja, ich hab mir da den Weg durchgebahnt. Ja, hier ist echt nichts los. Da unten ist ein Mammut. Wuhu! Muss ich mal doof fragen, wo sind wir denn hier? Bergbasis, gell? Ja, hier, das ist der Arm. Nee, wir sind etwas süd... Also wenn wir jetzt geradeaus rennen, da über den Fluss drüber... Ach nee, da ist ja der schwarze Strand ist da ja vorne. Ja, ne? Wir sind, wenn du da hoch rennst... Oh, hier unten lang sollte man. Hier sind... Hier sind Mammuts und unten ist ein Rex. Hier lang sollte man zur Amazonenrichtung. Zum schwarzen Strand. Muss mal ein bisschen Pause machen gerade. Oh naja, Torpor geht nur so langsam hoch. Passt. Unten den Rex sollten wir mitnehmen. Mal schauen, was er für ein Level hat. Nicht, dass wir den zähmen sollten. Moment.
Haut er ab. Ist da einer drauf oder was? Nee. Oh, Level 72. Der gibt sogar Level wahrscheinlich. Ah, sollten wir mal hinterher. Mobsgeschwindigkeit. Nein, du kannst dir nicht so cheaten wie ein Stranded Deep. Ja. Ja, stimmt. Der rennt dem Fiomia hinterher. Ich glaub's ja wohl nicht. Aha, jetzt hat er mich erkannt. Hier bin ich. Ja. Kann man ein bisschen dran knuspern und hat direkt ein Level gebracht. Also die sind immer noch... Ah, wir haben wieder Lag. Dauert noch ein bisschen, bis das Level auch ankommt. Ah, Mann. Sehr schön. Ja, schade, dass wir keinen Alpha oder so haben. Aber hier unten am schwarzen Strand sind ja häufig Alpha-Raptoren. In der Gegend. Vielleicht haben wir Glück. Wäre ja noch schön so zum Abschluss. War das doch in der Gegend, wo ich in der einen Folge mal zwei auf einen Haufen gesehen hatte? Das war für mich so persönlich Premiere. Kano zwischen den Bäumen. Ja. Erstmal mal Kano samt Baum. Wo seid ihr denn entlang? Richtung Amazonen, schwarzer Strand. Ah, ey, ich flüchte nur ins Wasser. Ich glaube, da bin ich schneller. So. Na komm, hier wird es nochmal ein Alpha geben. Ist ja wohl nicht. Oh, Prontos. Und ein gelber Strahl hier. Das ist doch mal... Also falls du uns noch suchst, exakt beim gelben Strahl. Nee, ich sehe euch. Okay. Oh toll. Genau vorm ersten Biss beim Bronto ist meine Stamina am Ende gewesen. Gut gemacht. Schaut man auf sowas nicht vorher? Jetzt haben wir Lag, oder? Ich würde sagen, wir haben gerade irgendwie Lag. Ich hab Standbild. Ja, ich auch. Tut sich da noch was? Ah, schaut ja mal auf sowas vorher, ich weiß nicht. Schauen wir mal. Wo ist er denn, der gelbe Strahl? Dauert noch, ne? Oh. Naja. Ja, komm, fängt gerade erst an, runterzukommen. Ja, ja. Machen wir lieber noch ein bisschen weiter. Paraceratherium, Bronto. Gibt alles gut Punkte. Huch! Ging aber schnell. Da musstest du mich anklagen. Und ich bin so langsam auf die 1000%. Oh, okay. Ja, das merkt man dann schon. Und Kano hinterm Fett. Versucht sie zu verstecken. Hänge. Ach, wie schön, mal wieder auf einem Spino unterwegs zu sein, ehrlich. Ja. Ah, ja. Tobi hat zwei, vielleicht tritt er dir auch einen ab. Ja, nee, ich will mein Spinocchio raus haben und dann können wir ja mal schauen. Aber ich bin echt mal gespannt. Ich meine, das ist jetzt... Ist auch ein harter Schnitt, wenn man aber dann den neuen Server macht, ne? Bis man dann wieder ein Spino hat, da vergehen schon ein paar Tage. Obwohl, ja, überhaupt, wenn die Spino jetzt gescheiter sind. Ja. Also, ich erinnere mich da an einen mit Steinschleudern und so. Ja, nur wenn die jetzt schlau sind, ja, aber der die würde sind uns jetzt ja schlauer. Der würde uns ja quer durch die Map jagen. Stimmt. Das kannst du voll vergessen jetzt am Anfang. Wir haben ja in einem, um das mal aufzuklären gerade, wir haben ja in einem Livestream tatsächlich mal so ein Spiel neu gestartet, hier lokal, ja. Auf meinem Rechner waren wir da und die anderen haben sich drauf verbunden. Und da haben wir so eine Fun-Runde. Wir haben einen Spino mit Slingshots gemacht. Mit Slingshots gemacht, genau. Das war so eine Fun-Runde. Irrsinnig spaßig. Und ich weiß nicht, ich war, glaube ich, mindestens zweimal dabei gestorben. Allerdings vom Raptor gefressen, nicht vom Spino. Ja, ich einmal Spino vom Spino. Und Spino, ja, erst auf dem Level gucken. Erst auf dem Level gucken, halt dich noch ein bisschen fern. Ich hab mal gedacht, du willst deinen Spinocchio. Ja, das aber der sieht schön aus.
Oh oh. Ich glaube. Oh ne. Level 12er. Ey, was war das denn jetzt? Ich hatte einen Wahnsinns-Lag. Hatte ich jetzt auch noch nicht in der Form. Ich wollte auch einmal beißen. Dieses Gehässige ist ja unglaublich. Unglaublich, hier kriegst du nichts gegönnt. Den Dreck und den Fingernägel kriegst du nicht gegönnt hier. Ja doch, den darfst du haben. Den darf ich haben. Super. Das ist doch jetzt da oben die Amazon. Ne, doch, ist die Amazon. Ja, das ist schon die Amazon am Basis. Na, dann können wir ja mal unten noch auf den Bronto Beach schauen, aber der ist ja mittlerweile kein Bronto Beach mehr. Aber da stehen jetzt mittlerweile meistens ziemlich viele Paraseriums rum. Ja, wie das im Dschungel so übrig ist. Im Schumpf. Aber andererseits, wenn ich so auf die Zeit gucke, könnten wir eigentlich hier auch eine kleine Pause einlegen. Wir waren mal wieder mit Spinos unterwegs. Wie lang ist es her? Menschenskinder. Ja, und das Paraceratherium, den Trike. Also die waren beide sehr niedlich, muss ich sagen. Ja. Die waren wirklich beide recht putzig. Also, huch. Wollte ich doch eigentlich den Endscreen anmachen und hab falsch getappt. So. Ja. Naja, und dann mal gucken. Dann haben wir noch was offen, was wir jetzt außer dem Spino? Pronto. Mammut, Bronto, Tiger, Wolf. Katze. Maus, Ente, Oviraptor. Oviraptor, ja, den haben wir ja auch. Ach du Scheiße. Der könnte sogar dann wieder ein süßes Skin im Gesicht haben, unter Umständen. Mal gucken, wie wir das machen, dass wir nicht 35 Zähmfolgen hintereinander haben. Da. Ja, mal gucken. Aber ich will hier auch noch eine Höhle, oder? Yep. Mhm. Eine Höhle fehlt noch, da müssen wir noch mal rein. Und, Mann, was ist das hier für ein Fisch? Ja, hier ist. Weiß nicht, wir sind 1000 Fische drin. Wir sind gerade hier so in einem Fluss. Das ist. Bei mir ist ja der Handscreen erwiesen. Nicht 1000 Fische. Was sind das für ein Tümpel? Das ist. Krasser Scheiß. Na gut. Deswegen gibt es dort immer wieder Spinos. Weißt du, so viele Fische gibt. Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich. Also gut, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann mal gucken, ob wir da noch weiter züchten oder ob wir das nochmal eine Folge nach hinten schieben. Mal gucken. Ein paar Ideen haben wir ja noch. Also, wir sehen uns. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Tschüss.